Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf dem Marsch, Version 1.3. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Hoffentlich haben wir den nächsten Tag hier. Und wenn das auch nicht schlimm, ne? Wenn man nicht kommt, dann fehlt er auf jeden Fall. Ja, wir machen jetzt hier weiter und düngen fleißig. Ja, leider hat er irgendwas verkehrt gelaufen, also ich oder Brustli, keine Ahnung. Wir müssen fast ein bisschen nacharbeiten. Ich mache es gleich durch und fertig. Dann werden wir auf Richtung 23 fahren und da auch mal düngen. Hoffen, dass es da besser klappt. Und von der 23 geht es in Richtung 21 und düngen da. In der Hoffnung, dass wir Gras nochmal mähen können. Zum Jahresende. Vielleicht klappt das. Und wenn nicht, das ist halt so. Dann werden wir halt am letzten Tag, wenn es nicht gewachsen ist, die letzten beiden Tage entsprechend dann ja, mit Spikes und Gerste, die was aussehen. Sollte die klappen, vielleicht kaufen wir eine kleinere Maschine, mal sehen. Wenn die großen zu groß sind dafür, mal sehen. Ja, schauen wir mal. Dann sieht auch noch dünner da oben. Deswegen war da leer. Ja, hab mich gewundert, wieso was er leer. Der war fertig gewesen, da habe ich abgeladen. Naja, gut. Ja, das manchmal ist ich verrückt. Das Tattoo ist so groß, ne? Und dann tippt man den verkehrten Lichtern. Gut. Kann ich mir jetzt so nicht erklären, aber irgendwie muss so gewesen sein. Das kriegt auch nicht alles rein. Mal probieren, was ich reinkriege jetzt, ne? Der ist zum Gelaufen oder so. Das sehe ich. Wundere mich gerade, wieso liegt da jetzt Paletten rum? Das habe ich abgeladen. Na ja, gut, das ist passiert. Dann laden wir wieder auf. Wir haben ja in der Woche nicht gewachsen. Geht ja, ne? Hat glaube ich keine Pflegebereifung. Der sollte erst aussehen. Ich habe mich gewundert. So ist nicht mit mir. Da war noch was drin. Da dachte ich mir auch, na gut, Gott sei Dank haben wir die Wiese geschafft, ohne dass jemand nachholen muss. Dass hier noch die Hälfte liegt. Hier weg. Dumm gelaufen, ne? Aber gut. Natürlich kriegen wir nicht alles mit jetzt. Dann müssen wir nachher einen anderen Fahrzeug abholen. Bevor das hier groß wächst. Spätestens dann, wenn die Aussaat fertig ist. Mit der Aussaat, dann können wir das hier ranfahren. Mit der Sämaschine können wir jetzt aufholen, dann geht alles rein. Da oben ist der Kalksteuer, dann haben wir jetzt hoch, so kann ich mal machen. So, das geht zu 23, wie geplant. Ja, und mit vollen Lastern, ja. So, wo ist es? Ja, die Woche geht schnell, wenn man dabei ist, ne? Aber wir haben gerade begonnen. Siehst du, der ist auch schon fleißig bei, arbeitet mir. 84% und 66, naja, dann will ich garantiert noch nachfüllen. Dünger müssen. Vielleicht können wir da, wenn ich dran denke, von Acker holen. So, meistens denke ich nicht dran. Ich bin ja viel zu spät. So, wir nehmen rechts rum. Machen wir innen Weg, ne? Bisschen besser. Vorne wie unten ist da nix. Also, so, vorne Breitkant, wie wir gerade sehen. Dann soll er nicht geradeaus fahren, ne? Und klar, wie. Dann muss ich das.
Ja, da tue ich auch noch alles. Ganzen Mod komplett runter bis auf die Hallen und die Lager und so und gewisse Geräte, die jetzt erkennen kann, und dann meine Ladezeiten schon mal reduzieren, ne? So, aber das mache ich zum Winter, wenn alles fertig ist. Feld Nummer 23 natürlich. Ja, normalerweise fährt er jetzt so rum. Und wie hat er jetzt den Kurs berechnet? Einfach, ne? So, muss ich noch hinkriegen, ne? Oh, nicht. Auch nicht schlimm. Ah, gut, das gedüngt, das ist entscheidend. Da muss ja mal geflügt werden, auch theoretisch. Praktisch. Wir machen weiter mit Mais. Erstmal gucken wir BGR an. Da liegt noch genug. Beziehungsweise hängt eine Luft. Dann werden wir jetzt weiter um Mais kümmern. Ja, bald wieder Nacht. Zeit vergeht. Ich hätte noch gerne die Wiesen heute noch gedüngt, denn falls Wachstum kommt, dann haben wir es durch. Dann ist ja nicht. Blöd wird es nachher, wenn ich schon nicht mehr düngen können, weil es zu gewachsen ist. Ne? Zum Weiten so komisch aus, ne? Aber gut. Dann liegt doch daran, dass ich die Leistung reduziert habe, damit wir hier keine Abbrüche haben hier im Spiel. FPS-mäßig. Also. Wenn es ruckelt, ist es schlecht. Für mich und für euch auch. So. Ah, oh, die. Auf, Junge. Ich glaube, wir können noch ein Feld nehmen. So, geht weiter mit Mais. Ja, hier, unser Chef hat auch keiner geerntet, ne? Da ich habe keine Zeit dafür. Missionen, ja, bin ich kein Freund dafür, bin ich ehrlich zu. Weil mir einfach die Bezahlung im Großen und Ganzen schlecht ist. Und ich ziehe meine eigenen Felder eigentlich vor. Und auch etwas passt nicht, das ist das Verhältnis, was ich verdienen kann. Ne? Also, wenn ich jetzt düngen würde alleine, wäre ich ein reicher Mann, nur düngen. Da brauche ich keine eigene Wirtschaft fahren, kommt mir klar. Aber wenn ich jetzt die Ernte einfahren würde für, weiß ich, hier Kartoffel oder Rüben, da zahlt es am Ende wieder drauf, wenn Pech hast. Das passt nicht, das ist, wie soll ich sagen, du kannst effektiv so arbeiten, musst du bei großen Feldern mit mehreren Geräten arbeiten. Das soll ja schnell passieren, nicht lange. Weil Zeit ist ja hier bei vielen Geräten. Das A und O. Die kleinste Erde muss ja in gewisser Zeit erledigt sein. Das auch noch ein paar Fehlstunden. Ne? Also Getreide darfst du nicht ewig lange Zeit lassen. Ne? Also dann kriegst du frei, mach Brot und mach eine kleine Maschine. Das funktioniert nicht. Also ihr habt Angestellte, die das mitarbeiten und entsprechend eine Zeit schaffen, oder? Geht nicht. So, wir machen Mais. Mais. Wieder mal, ne? Also hier ist die Keller sind ja kleiner.
die arbeiten ein bisschen anders wie auf der Tür gerade. Aber auch ein bisschen mit. Mein guter Preis. Man könnte eine Fabrik machen, das würde auch gehen, aber das kann ich auch gleich machen. Regler hochdrehen. Sehe ich gerade jetzt. So leise ist es. Ja, ja. Schlecht. Wir haben noch 4-5 Minuten noch. Ja, das ist hier die Maisernte, ne? Fertig bald, ne? Naja, dauert ein bisschen noch. Ein paar Runden noch fahren. Ja, heute hat sich OBS der Ton verabschiedet, musste ich das wieder einstellen. Und wahrscheinlich ist der Regler jetzt für Lautstärke zu leise. Bei Windows. Da müssen wir gleich schauen. Aber das kann ich erst machen, wenn ich das Spiel beendet habe. Zumindest die letzten drei Folgen. Für heute. Kriegen wir auch voll die BGA, oder das Silo. Wieso war der jetzt hier festgefahren? Verstehe ich nicht. Hängt der irgendwo fest? Das ist doch nur Mais. Manchmal denkt man sich auch, Mensch, das ist ja alles ein bisschen unrealistisch, ne? Wenn ich aufspringe. Hält mir jetzt einer da fest oder was? Das ist doch gar nicht. Gerade so. Mein Mann ist wie verrückt. So, ist Dünger fertig? Ich glaube ja. Da müsste ich sogar normal düngen. Und da auch. Gut. Hier hat er gedüngt. Also ich vermute mal ganz stark, da habe ich da was verkehrt eingestellt. Aber das werde ich nicht mehr nachvollziehen können, dass es nicht viel passiert. So, jetzt fahren wir auf die 21 und dann geht das heute auch wieder durch. Ne? Und dann muss ich kurz den Ton machen. Jetzt alles. Also der Ton ist jetzt in Aufstellung von mir zu wenig. Glaube ich jedenfalls. Und deswegen nur ganz kurz eingreifen. So, ich fahre noch höchstens 21. Ja, nicht der schnellste heute, aber gut, aber raus, ne? Das machen wir noch. Das ist ja praktisch geradeaus und dann links. Beim Händler. Beim großen Händler. Da ist noch ein Traktor im Feld, wo wir gleich wegnehmen. Aber gleich. Könnte hier oben anfangen, dann hier flunken tun, ist ja egal.
So, da haben wir schon. Aber gleich die Folge zu Ende. So, die Show, das soll es schon gewesen sein. Jetzt machen wir hinterher. Ich mach ganz kurz den Ton. Mein, weil ich nicht leise bin. Dann sage ich immer Tschüss in den Winkel. Ciao, ciao. Und man sieht sich dann gleich wieder zu zweit. Tschüss. Oder? Ja, auch nicht, ne? Tschüss.